Und dann kann ich teilweise nicht einschlafen, weil meine... weil meine fucking Heizung irgendwelche Geräusche macht. Die mir auf den Piss gehen. Dein Portal ist zu. So. Wester, ich habe das Portal geschlossen. Kämpfe gegen verzauberte Rüstung. Die Burg wurde von meinen Monstern überrannt und ihr müsst sie besiegen, bevor sie euch überwältigen können. Überall auf Monster rum und ihr müsst viele töten, um euch eine Schneise zu schlagen. Oh oh. Ja, besiegt die Monster. Oh oh. Oh. Eine lebende Rüstung. Körperlichen Widerstand hat. Wow, wie schön. Toll. Es mit meiner Axt. Oh, ich muss noch zwei verzauberte Rüstungen besiegen. Bitte nicht schummeln. Schnell. Die haben anscheinend nicht allzu viele Leben, aber dafür haben sie körperlichen Widerstand. Okay. Oh, konnte Meteorit zaubern. Der Kerl. Der ist ganz ein harter. Ja, nur die Harten kommen in den Garten. Der Harte ist das Gärtner, aber bist du auch badass genug, um in den Wald zu gehen? Ah, da noch mehr. Die Burg wimmelt immer noch von meinen Monstern, ihr müsst noch mehr töten. Muss ein paar, jetzt missing, drei Missing Nose töten. Obwohl ich zuvor, glaube ich, mal 7 oder so getötet habe. Wow. Monster überall, Teil 2. Herausforderung angenommen. Genial ist einfach, ist eigentlich hier bloß so eine verpixelte Grafik zu nehmen. Aber diese verpixelte Grafik kann sich heilen. Unfair. Cheater. Naja, es ist... Es ist ja... So gesehen ja ein Missing No. Also es ist... Oder eher gesagt, es hat keine... Es hat keine Nummer. Und somit... Ich weiß gar nicht, warum das wieder angegangen ist. Ich habe das auf ausgestellt gehabt. Und normalerweise ist es ja dann so gesehen nicht untergeordnet unter irgendwas und hat so gesehen und verfügt eigentlich über alle Fähigkeiten. Somit könnte man auch bloß einen geheimen Boss platzieren, der einfach mal alles kann, was die ganze Gruppe kann. Oder eher gesagt, mehr als die ganze Gruppe. Und somit zu einer wahren Herausforderung wird. Weil, wer hat denn schon gerne, wer kämpft jetzt schon bitte, denn es ist schon, wirklich schwer, gegen einen Boss zu kämpfen, der genau dasselbe und noch mehr kann als du, der alles kann, was die ganzen Klassen im Spiel können, wenn man mal so einen Boss hat. Da muss ich sagen, da muss man schon wirklich sich anstrengen.
nicht so, dass du hier 2 Stunden dich hinhockst, farmen, ein bisschen irgendwas holst, oder exakt irgendwas farmen gehst, dann hast du hier den Überschritt und machst den Boss platt. Nein, egal was du hast. Er ist immer noch so, er ist immer noch ebenbürtig. Das ist ja cool eigentlich. Wenn man dann so letzten Endes eigentlich egal was du hast, bloß hätte man noch irgendwelche Anfängerzeuge, hätte man bestimmt richtig verkackt. Das ist aber bei jedem Spiel so. Victory, Amulette Scharfschützen. Bedrohung minus 1. Kann ich einfach Freunde einladen? Ja. Ach, die Spieleentwicklerbande ist wieder da. Ach, sie sind so stark. Das könnt nur ihr schaffen. Böses Lachen. Okay, es war schlecht. Kämpfen. 3 eiserne Jungfrauen. Los. Drei Elite-Bosse. Wie die angreifen, einfach so aufgehen. Ah, Raum. Okay. Ist immun dagegen. Körperlicher Widerstand. Fällt gerade ein, ich habe diese Woche Nachmittagssport. Was mich nicht sonderlich erfreut. Okay, es sind nur noch eine übrig. Und mein Handy vibriert. Ich habe das kaum gehört, aber ich kenne dieses Geräusch einfach. Wenn dieses verdammte Handy immer vibriert. Und ich habe eine WhatsApp-Nachricht. Oh, die haben was in der Klassengruppe geschrieben. Wir hatten nicht nur Seite 33 Nummer 9 in Englisch auf. Das ist eine falsche Information. Moment.
Ha, ich habe die englische Hausaufgabe schon gemacht, weil ich mal dachte, das wäre eine... Das war auch eine tolle Story. Ich dachte eigentlich, wir hatten mal so letztes Mal englische Hausaufgabe auf und ich wusste nicht, was wir machen sollen. Ich dachte, dass wir da halt irgend so eine Nummer machen müssen. Und die sind jetzt alle Level abgegangen. Hier. Und... Oh, das brachte mir jetzt gar nichts. Und das war dann so, da habe ich jetzt einfach, da habe ich einfach die Hausaufgabe gemacht, die wir auf morgen aufhaben. Zumindest ein Teil davon. Jetzt diskutieren die wahrscheinlich wieder alle. Sagen, dass ich Unrecht habe. Weil sie dämlich sind. Juche, wer mehr sei, sei ich geschafft. Bruder des Königs. Ihr habt es geschafft. Für eure Taten werde ich euch für immer dankbar sein. Und jetzt muss ich hier wieder für Ordnung sorgen. Schnell weiter zum nächsten Tempel. Ihr habt noch viel zu tun. König, seid nochmals bedankt, meine Freunde. Ihr seid die Helden unseres Königreichs. Quest dann. Spielen wir an. Die Burg ist jetzt befreit. Ihr seid ihr seid fantastisch gute Arbeit. Was? Ihr seid fantastisch gute Arbeit? Lol. Oh, es kommt ein Dorfbewohner. Ein Dorfbewohner kommt auf euch zu und fragt: Könnt ihr mich bitte nach Hause bringen? Ich vermisse meine Familie. Klar, lass uns das auf die angenehme Tour machen. Reisen wir zum Startdorf. Oh. Hermann regt sich sogar auf. Modell, was ist das? Oh, das ist bestimmt das da. Hässliches Yeti-Ding oder so ein Scheiß. Oh ja, und die Person, die ich Hermann nenne, die heißt nicht Hermann. Da wird das wissen. Ich verwende hier keine Namen von echten Leuten, außer von Leuten, die schon in meinen Videos vorkamen. Ich nenne Hermann nur Hermann, weil Hermann mich Mehmet nennt. Das ist so dieses gegenseitige Mögen und sowas. Einfach weil Hermann denkt, ich sehe aus wie ein Mehmet. Was ich zwar etwas seltsam finde, aber na gut. Aber ich heiße nicht Mehmet. So würde ich auch nie heißen wollen. Lieber wäre ich ein Heisendonger. Als irgendwas anderes. Boah, ich muss ja mal wieder StarCraft spielen, wobei die anderen hätten wahrscheinlich keinen Bock mehr irgendwie StarCraft zu spielen. Bevor Legacy of the Void nicht raus, sonst werden die wahrscheinlich StarCraft nicht mehr anrühren. Denke mal, das werde ich wahrscheinlich auch nicht. Außer ich würde StarCraft slayen. Was ich auch mal in Erwägung gezogen habe, aber da wird noch was anderes davor kommen. Weiß gar nicht mal, ob ich, wenn ich hier mit Paravolt auch fertig bin, ob ich dann noch so ein Strategieteil mache. Also, ich habe dann was vorgesehen, wenn ich mit beiden fertig bin. Also hier Next of Pen and Paper und Paravolt, dass ich dann was ganz Neues anfange. So was, was auf dem Kanal noch nicht gekommen ist. Das war so ein, jetzt war so eine Art Action-Adventure.
Aber ich will euch noch nicht so viel verraten. Weil es soll ja geheim sein. Überraschung und so. Das war also auf jeden Fall ein Spiel, was ich früher auch immer sehr gern gespielt habe. Und das würde wahrscheinlich der ein oder andere wahrscheinlich noch kennen. Oh. Wow, machen zu tun, das ist ein geiler Satz. Boah, Alter, ich hasse. Wow, das hat man super geschrieben, dass ich das schon gemacht habe mit Doppel B. Super. Das ist ja wie Suppe. Suppe, das habe ich richtig Suppe gemacht, ja. Und ja, ich sag dazu immer Suppe. Immer so richtig, was hast du richtig Suppe gemacht? Oh, da kann man Saurons Turm sehen. Fällt mir gerade auf. Ich gehe davon aus, dass es der Turm sein soll. Theoretisch habe ich da gar keine Hausaufgabe mehr. Boah, wir haben 1009 Gold, fällt mir gerade auf. Feier ich gerade. Und mein Handy ist jetzt wieder in den Standby-Modus gegangen. Ich habe aber auch nichts anderes erwartet von meinem Handy. Es geht ja immer in den Standby-Modus, sobald ich daran nichts mehr mache. Aber es ist mir eigentlich ziemlich egal. Weil es ja nur mein Handy ist. Ist ja nur ein Handy. Manche Leute würden da wahrscheinlich sagen: Bist du verrückt? Das ist nicht nur ein Handy. Das ist was anderes. Tolles oder so ein Scheiß. Weil ich Handys gar nicht mal so toll finde. Hängt zwar nur jeden Tag immer dran, wobei ich höre eigentlich immer nur Musik. Und so. Dann habe ich immer hier so meine Ladung Sido.